Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute gibt es wieder ein Varus Gameplay. Ich war ein bisschen gut gelaunt in dem Video, also verzeiht meine etwas hyperaktive Stimmung, aber war ein sehr cooles Game, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch wieder einen Witz für euch, und zwar, ich muss ihn vorlesen, der ist komplex. Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Also der ist wirklich gut, also jetzt ganz ehrlich, der ist ja wirklich gut. Also der ist ja wirklich auch einfach gut. So wie das Game. Viel Spaß. Also Ivan ist auf jeden Fall kein Ivan-Main. Das kann ich euch sagen. Aber er hat ein Ivan-Game gespielt. Also wirklich eins. Der hat jetzt einfach einmal Ivan gecued und dachte sich, Mann, der ist aber geil. Spiele ich jetzt nochmal. Ja, sehen wir uns hier auf Varus? Ich glaube, Varus sehen wir uns hier, ja. So, welchen Skin probieren wir jetzt? Komm, wir machen Infernal. Inex geht auf Varus auch immer W-Level 2, weil er lieber Auto-Tackt als Q zu chillen. Gibt ja auch noch den On-Hit. Also E-Level 1, W-Level 2. Das ist aber, glaube ich, nicht so gut, weil du die Active nicht usen kannst. Also du kannst ja einfach durchrechnen. Ich glaube, du musst irgendwie 8 Auto-Tacks machen oder so, damit der W genauso viel Damage macht wie der Q. Also selbst wenn du den Q nur antippst. Boah, ich muss eigentlich pinkeln. Fuck. Ach so, ja. Ja, aber du kannst die Active. Ja, die stimmt. Du machst den extra Damage schon der W-Passive. Ja, stimmt. Aber die W-Active kannst du nicht usen. Ja, stimmt. Nee, ich hatte gerade Brainlag. Ich habe gerade nur diese 8 extra Damage oder so im Kopf gehabt. Naja, ich hab jetzt an die Active gedacht. Also an den Execute vom Q. Aber stimmt. Man kann ja einfach die Procs. Ja, probier ich mal aus. Hört sich nicht bad an. True. Probieren wir einfach mal. Der hat Hook-Skill, ne? Ja. Was ist das denn hier, Alter? What the fuck? Wie kann man den denn wissen, Alter? Ich glaube, er dachte, dass er sidesteppt. Aber da ist das Ding, weil in so einer Situation solltet ihr immer in die Laufrichtung schießen, weil wenn ihr Thresh nach hinten sidesteppt, dann ist er eh tot. Ich hatte so Angst, dass ich da nicht in Auto-Tech-Range bin. Ich habe mir auch kurz den Ward ins Gesicht geklatscht. Botlane hat generell keine Sums. Ich darf mich jetzt nur nicht hucken lassen hier. Jo. Ja, das war too much von mir. Ich habe zu lange gechased, dass die Q wieder ready hatte. Ich glaube, die sind Base. Sind nicht base, actually. Mhm. Ja, ist einfach so viel angenehmer, Varus zu spielen und in Lane actually zu gewinnen, ne? Das ist sehr risky. Das ist halt so geil mit Varus. Du gewinnst halt erstmal so auf Papier jede Lane, weil der Champion so stark auf der Lane ist. Okay, wir haben gleich wieder Flash. Botlane ist halt übel zum Arsch, ne? 20 CS behind, ein ganz Level. Wird schwer für die Gegner. Okay. Ich meine, dass der Drake funktioniert hat, ist nice. Der Varus-Titan, Alter, sowieso. Der MSI steht Varus ganz oben in Competitive. Bin ich gespannt. Skibidi pa 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 pa. Digga, Varus ist so OP. So ein geiler Champion. Ah, Schmackofatz. Jetzt imagine, ich hätte die Ult wieder gemisst. Dann wäre einfach alles scheiße gewesen. Jetzt stellt euch vor, ich hätte einmal die Kack-Ult gemisst, ne? Dann wäre aber sowas von Abfahrt gewesen. Dann wäre ich einfach sehr traurig. Aber zum Glück missen wir ja keine Varus-Ults. Also ganz ehrlich, wer misst denn schon? Also wer Ults auf Varus misst, ist ja auch wirklich ein Opfer. Guck mal, da ist die Winner's Q. Da ist die Winner's Q. Seht ihr das? Seht ihr das, meine Freunde? Da ist sie. 7 Tage haben wir auf diesen Moment gewartet. 7 Tage haben wir nur auf die Schnauze bekommen. Nur verloren. Gelitten.
Für diesen Moment. Für die schnellste Master-Promo des Universums. Dafür haben wir hier gelitten. Wir sollten ja einfach die ganze Zeit pushen. Thresh ist nicht mehr auf der Lane. Der hat keinen Bock mehr zu lane. Der ist tilted. Digga, wieso habe ich so viel Damage gekriegt? Turn Zola! Oh, war ja. Das war ja ganz, ganz kacke gespielt. Ich habe da auf jeden Fall viel zu viel Tower-Aggro gehabt. Das war nicht so stark. Das schneiden wir raus. Das schneiden wir wieder raus. Aber wir werden hier gedived, ne? Ich bin 500 Gold wert. Wir werden hier safe gedived. Oh, wir werden nicht gedived. Actiony. Pass mal auf. 3, 2, 1. Und Kaiser Verschwindibus. Schade. Wäre zu schön gewesen. Der wird maybe flashen. Wir müssen jetzt das Game natürlich aber auch noch gewinnen. Das ist ja der letzte Step, der fehlt. 5 Kills auf der Qiyana tun auf jeden Fall auch weh. Ist noch nicht gewonnen, das Game. Ist noch nicht gewonnen. Ja, soll er mich diven. Ich will spielen tatsächlich. Ich will spielen. Das war nicht in Ultrange, ist ja, in Tower Range ist ja Quatsch. Das war nicht in Tower Range, als ich ihn geultet habe? Tragisch. Auweia, auweia. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier Mitte, Jorin kann noch weiter Bot pushen. Muss nur aufpassen, dass mich die Qiyana nicht divet, ne? Ja, das war halt worth für den Lee, weil ich ein 550 Gold Shutter bin, ne? Das ist so das Ding. So, durch Shutdowns sind Plays, die eigentlich schlecht sind, auf einmal gut. Ich kann hier halt nicht reinmoven, ne? Hier ist eine Qiyana. Hier ist eine Qiyana irgendwo. Ich kann hier nicht reinmoven, es geht nicht. Da ist sie, seht ihr das? Ich kann da legit nicht rein. Mal auf. Schade. Die Ult, ja, halt dein Maul, Mann. Die Ult, das ist Varus-Ult. Wisst ihr, Varus-Ult, das ist wie. Stell dich vor, warte, warte, gleich kommt ein krasser Vergleich. Oh, gleich kommt ein krasser Vergleich. Stellt euch vor, Varus-Ult, ja? Ah! Ich will hier nicht greeden. Okay, Varus-Ult, stellt euch vor, ihr habt einen Führerschein, ja? Ihr denkt, ihr könnt Auto fahren? Nee, schlechter Vergleich. Cutten wir. Ich hab keinen Mana! Okay, stellt euch erstmal vor, Joker, danke für die Subgifts, Mann. Kuss geht raus, danke, danke. Jetzt brauchen wir den Vergleich. Moment, ich muss noch kurz den Vergleich. Der muss sich kurz noch. Der muss gerade gedeihen, der Vergleich. Okay. Varus-Ult. Stellt euch vor. Stellt euch vor. Mach doch mal die Augen auf! Ihr seid Formel-1-Fahrer, okay? Stellt euch das mal vor. Ich kann nicht mitspielen. Ich kann nicht mitspielen. Oh, ich bin ja so geil, Alter. Mann, bin ich geil. Oh. Okay, warte, der Vergleich. Moment. Müssen kurz nochmal überlegen. Stellt euch vor, Formel 1 Fahrer, ja? Normal vorstellen, Formel 1. Der will mich, der will mich, der will mich. Seht ihr das? Nee, 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 da lasse ich mich nicht drauf ein. Da lasse ich, ich bin der Stärkere, da lasse ich mich nicht drauf ein. So, Formel 1 Fahrer. Okay, ihr seid so hier Hockenschmockenring da. Ist gerade Rennen, okay? Ihr seid so, keine Ahnung, Startplatz 6 oder so. Denkt euch, ja, dieses Rennen wird krass, Mann. Dieses Rennen wird krass, okay? Dann leuchten da die Ampeln so, wie das halt ist so, ne? Zumindest bei Mario Kart so. Ich weiß nicht, ob es bei Formel 1 auch so ist mit den Ampeln, das, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ihr denkt euch beim Start, ja, Mann, Alter, jetzt aber, wow, jetzt wird der Start richtig krass so. Und dann geht euer Motor nicht an. Dann geht euer Motor einfach nicht an. Und ihr müsst euer scheiß Formel 1 Auto schieben. Weißt du, da kommen die mit 350 km/h. Und ihr schiebt euer Scheißwagen. So, keine Ahnung, wer fährt denn aktuell? Michael Rossmann, Alter. Die alte Legende ist so in Runde 47. Und ihr seid noch so in der ersten Runde und schiebt euren dummes, euren Kackesel ein bisschen durch die Strecke. Und denkt euch so, ja, was soll denn das jetzt? Das ist Varus-Ult. Das ist Varus-Ult, habt ihr verstanden? Ja, wenn ich eine Sache kann, dann vergleiche ich, sind wir ehrlich. Geht ja eigentlich ab, Alter. Okay, good job, Team. Stark. Soll ich mal den Drachen verschwinden lassen? Upp. Magie. Warum bin ich jetzt eigentlich base gegangen? Ich kann mir gar nichts kaufen. Scheiße. Das war ja der nutzloseste Backport in der Geschichte der Backports. Ach du Scheiße. Ich hätte jetzt 20 Gold warten müssen, um mir was zu kaufen, aber dann verliere ich den Blue Buff.
Die 1 ist Silber für Leute ohne Leben. Das ist tatsächlich der beste Vergleich, den ich jemals gehört habe. Ist absolut korrekt. Was spielen wir denn jetzt eigentlich? Ich bin leider hässlich. Spielen wir für Topside oder was? Naja, wir spielen für Topside. Oh, die sind schon wieder so sauer, die Gegner. Oh, sind die sauer. Zitronensaft. So sauer sind die. Ah, ja. Das ist ja tragisch. Nicht ein Kill. Oh, weia. Oh, weia. Oh, der ist auch noch tot hier. Die Ult. Ja. Das wird mich aber auch ein bisschen tilten jetzt. Das ist ja wirklich auch schwierig. Oh. Ich dachte, ich krieg den Kennen nicht, ne? Ihr dachtet, ich krieg den Ken nicht. Hast du schon jemals gesehen, dass ich einen Ken gemisst habe auf diesem Stream? Ich glaube nicht. Ah, ich brauche noch Gold. Hier, guck mal. Rausgetappt. Ich weiß nicht, warum ich gerade so hyperaktiv bin, Geist. Es tut mir wirklich auch leid, aber ich habe gerade. Ich muss diese Phase nutzen. Ich habe gerade. Ich bin leider. Ich will es gar nicht sagen, aber. Spaß. Versteht er, dass er. Versteht er, dass er sein E gegen mich nicht benutzen kann? Er hat mich fast trotzdem getötet, was ein bisschen erschreckend war, aber... Edge of Night ist ein relativ guter Counter zu Singed, by the way, ne? Singed hat einen Spell, den ich blocken kann. Ah, nee! Mann, bitte, hab's jetzt! Meinung zu Qiyana at the moment. Das ist eine, aber Acid Drain, das ist eine schöne Frage, dass du, das ist aber ein Zufall, dass du mich hier gerade fragst, was ich von Qiyana halte, du. Also ich sag mal so, ja, meine rein unvoreingenommene Meinung zu Qiyana. Ja, wirklich mein objektives, meine objektive Einschätzung zu diesem fantastisch designten Champion. Ist ein bisschen immobil, muss man ehrlich sagen. Hat nicht so viele Dashes, ist schwer an Gegner ranzukommen. Und wenn man rankommt, macht man auch nicht so viel Damage. Das ist so das Problem, was Qiyana aktuell hat. Aber sonst kann man spielen. Oh, mein Team macht Ende. Na, jetzt bin ich nicht mal mehr auf dem Bild. Ich bin nicht mal mehr auf dem Jahrbuch. Jahrbuchsfoto. Na, gute Scheiße. GG. Klasse Game. Sieht ja auch, sieht fast so aus, als ob ich derjenige war, der hier gecarried hat. Also ich muss sagen, der Damage-Graf spielt mein Spielerlebnis eigentlich nicht wieder. Ich hatte mehr Spaß, als der Damage-Graf verrät. Boah, ich muss eigentlich pinkeln. Fuck.